So, ich hoffe, dass ihr alle wieder da seid. Euer Essen habt gegessen. Reinkommen wir jetzt ganz toll. Ihr werdet es nicht glauben, wir sind bei einer Piratenveranstaltung und machen pünktlich weiter. Das Fresskoma wird jetzt leider keine Chance haben. Es geht weiter da, wo wir vor dem Essen aufgehört haben. Ich hoffe, dass alle Spaß haben. Wenn das so ist, könnt ihr euch gerne an der Kasse erkenntlich zeigen. Sie nehmen gerne Spenden entgegen. Es gibt auch Spendenquittungen dafür. Das, was jetzt kommt, da kann man sich die Frage stellen, ist das Cabaret? Ist es Comedy? Es ist schon wieder Berlin und es ist noch immer Politik. Der umtriebigste ICE-Schaffner der Republik, Rolf Kuhl. Ich habe mich nicht gewaschen. Und ich werde mich auch nie wieder waschen. Denn es ist ja klar, je mehr man sich wäscht, desto stärker riecht man. Denn eins wissen wir ja, solange die, die mit allen Wassern gewaschen sind, die Politik bestimmen, stinkt es im ganzen Staat. So, und bevor ich sozusagen zu dem eigentlichen Hauptthema heute komme, oder zwei, habe ich mir überlegt, nur noch eine kurze Anmerkung. Ich habe den Wilm ja vorhin gehört, der hat ja auch was zur Deutschen Bahn gesagt. Er nannte viele Zahlen. Bei einigen hatte ich den Eindruck, die kamen da nicht ganz mit, nur damit er Bescheid wisst, das ging um Baukosten, nicht um die neuen Fahrpreise. Ansonsten hat er natürlich recht, auch für die Deutsche Bahn ist natürlich wichtig die Bildung, denn auch wir profitieren davon. Dann könnten zum Beispiel auch alle Lokführer den Fahrplan lesen und wissen, ob sie in Wolfsburg halten müssen oder nicht. Ja, denn ich bin übrigens das erste Mal in Ingolstadt, deswegen dachte ich mir, als Ur-Berliner muss ich auch ein Geschenk mitbringen. Haben wir so gemacht, wir haben eure Eishockeys mal gewinnen lassen. Wir teilen uns zurzeit den ersten Platz, aber das wisst ihr ja. Dann habe ich nochmal gekickt, was ist, muss man über Ingolstadt wissen. Eine Sache habe ich dazugelernt. Im Ersten Weltkrieg war hier ein berühmter Mann Kriegsgefangener, nämlich Charles de Gaulle. Viele Franzosen sind euch deswegen immer noch sauer, weil ihr ihn freigelassen habt. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wenn man sich heute, ich glaube, fast alle Tageszeitungen, zumindest die mir so aufgefallen sind, angekickt hat, ja, überall großes Foto von Gauck drauf. Im Donaukurier, glaube ich, mit der Überschrift Pleite vorerst abgewendet. Jetzt wusste ich nicht, was hat das zu bedeuten. Kann ich jetzt wieder Müllerbrot essen? Oder? Aber. Aber dann habe ich gemerkt, nee, ging um Griechenland. Jetzt ist Schuldenschnitt vereinbart worden. Vielleicht mal nur ein ganz praktisches Beispiel dazu. Ihr kennt bestimmt alle das Spiel Monopoly. Wenn man das so mal richtig lange spielt, kennt da bestimmt die Situation. Irgendwann so hat einer die ganze Kohle
Und die anderen, die haben eben ja nichts mehr. Das heißt, du fängst an, irgendwie aus Papier noch neue Geld zu machen oder Schuldscheine zu schreiben. Und dann ist es so praktisch vergleichbar mit Griechenland. Der, der alles hat praktisch, der sagt, na wisst ihr was, damit wieder neue Spielfreude aufkommt, ich erlasse euch die Hälfte der Schulden, aber alle Straßen und Häuser bleiben bei mir. Denn ich meine, das, was sozusagen jetzt für die Griechen als Therapie verordnet wird, das ist ja hochinteressant. Der Ministerpräsident Papademos, also übersetzt heißt es, glaube ich, Vater aller Fußmärsche, der hat jetzt einen Plan entwickelt, das ist ungefähr so praktisch, der Arzt schlägt dem Patienten vor, hören Sie mal zu, guter Mann, wir amputieren Ihnen die Füße, dann können Sie Ihre Schuhe verkaufen und von dem Erlös kommen Sie wieder auf die Beine. Und wenn man sie mal ankickt, das ist, mal gut, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber ist ja Aschermittwoch, wer überhaupt nicht sparen muss in Griechenland, ich sehe dann immer den griechischen Finanzminister vor mir, der ja doch ein kolossales Eigengewicht auf die Waage bringt. Und der heißt ja auch so, kann man glaube ich auch übersetzen, seinen Namen, Evangelos. Also glaub nur dran, Venizelos, tja und dann wieder, keine Schmerzen ohne Füße. Naja, gut, das ist ein bisschen Karlauer-mäßig so, ja. Aber dann stellt sich die Frage sozusagen, ich meine, in den arabischen Ländern, da steht die Bundesregierung, die Regierung von England, Frankreich, USA, da stehen sie auf der Seite der rebellierenden Leute, der jungen Leute vor allen Dingen, die, wo darum geht, praktisch diese korrupten Regime zu stürzen. Ja, aber wenn ich mir diese griechische Regierung ankicke, ja, eigentlich müssten wir da auch zum Sturz aufrufen. Ich glaube, der einzige Unterschied ist der, dass sozusagen in Nordafrika die Bankmanager eben noch nicht in der Regierung sitzen. In Griechenland ist es sehr wohl der Fall und deswegen haben wir da eine andere Position. So, und jetzt komme ich nochmal zu meinem Lieblingsthema für heute. Das heißt Gauk. Der Gaukler. Denn der Stasi damals zu Ostzeiten, der Stasi hat der Staatstreue vorgegaukelt, seiner Gemeinde den Bürgerrechtler. Und die Frage ist, was gaukelt er uns jetzt vor? Wir wissen nur, er ist der Wunschkandidat der Springerpresse. Aber wofür und für wen steht er? Ich habe die Befürchtung, der Wolf im Schafspelz ist nicht letzte Woche zurückgetreten, sondern er ist der neue Kandidat. Ja, einigen wird das vielleicht nicht gefallen, aber ich denke, man muss auch mit diesen Sachen sehr kritisch umgehen. Er soll jetzt gewählt werden. Was heißt überhaupt gewählt? Er wird ins Amt gehievt mit so einer Art Einheitsliste von CSU bis Grüne. Also früher in der DDR sagte man dazu Einheitsliste der Nationalen Front. Und dann soll das Ganze abgenickt. Und dann soll das Ganze nur noch abgenickt werden, ja, von so einer Art Bundesvolkskammerversammlung. Es heißt, der 18. März wird genannt als historisches Datum. Da habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen recherchiert. In der Tat, in unserer Geschichte steht der 18. März für Hoffnung und Forderung des deutschen Volkes. Allerdings wurde es anschließend verraten und belogen. Weil die Konterrevolution danach siegte, zumindest am 18. März 1848, danach war es so. Für viele in der DDR, da kann man geteilter Meinung sein, war es auch am 18. März 1990 so, insbesondere für die Linken oder der Linkspartei. Aber ich finde, wir brauchen kein Freiheitsgeschwafel. Wir können verschont bleiben, sozusagen, von rhetorischen Ergüssen pastoraler Erektion. Aschermittwoch, Leute.
Und auch ein Herr Gauck wird natürlich Farbe bekennen müssen und da jetzt nicht mit drumherum rede. Und da fällt mir nur ein, weil das auch in den letzten Tagen wieder aktuell war, wie steht er zum konsequenten Antifaschismus? Was ist er bereit, gegen Nazis und ihre Helfershelfer zu unternehmen, sich zumindest, was er ja machen kann, in klaren Worten sozusagen Farbe zu bekennen? Ich war in den letzten Wochen beruflich öfter in den neuen Bundesländern, so, ich nenne euch mal nur zwei Beispiele. Da war ich in Dresden, da stand gerade in der Zeitung, dass zwei Leute überfallen worden sind, ein US-Amerikaner, ein Ungar, und wurden von den rechten Schlägern beschimpft als Schwuchteln und Westjuden. So, und jetzt könnte ich ja sagen, sozusagen pastoral, was ist das Positive daran? Ostjuden und Lesben sind willkommen. Zwei Tage später war ich in Erfurt, da war die Meldung in der Zeitung, 20 jüdische Grabsteine bei Bauarbeiten entdeckt. So, und das gab Tatsache die Forderung da in der Jugendarbeit, nicht Nazis raus ist die richtige Losung, sozusagen Nazis rein, man muss die integrieren. Ja, also was denn, ja? Die Grabsteine in eine großen Halle aufstellen, dann die Jugendlichen immer einladen, umschmeißen, aufstellen, umschmeißen, aufstellen. Hey, da haben wir, denke ich, eine konsequente und klare Haltung, und die wird man, und daran wird sie auch in Herr Gauck messen lassen müssen. Na gut, die CSU hat sich bisher darauf begnügt, ihn darauf hinzuweisen, dass er gefälligst heiraten soll. Wenn ich im Internet bin, habe ich da immer so eine Anzeige irgendwie am Rand, da steht 2 Millionen Singles warten auf Sie. Wie will er das schaffen so schnell? Wir wissen noch nicht, wen die Linke vorschlagen wird. Vielleicht ein Hinweis in Richtung Linke. Die haben einen interessanten Artikel auch vor kurzem in der Super-Illo. Es hat eine Frau, die sicherlich nicht in den Verdacht kommen würde, dass sie irgendwie so Bananenrepubliksmäßig was an der Backe zu kleben hat, hat Sehnsucht wieder nach Deutschland. Margot Honecker. Ja, ihr lacht. Ich meine, aber warum nicht auch eine Frau als Bundespräsident? Es ist vielleicht einfacher, als Schiri im Fußball zu sein. Ich sag nur Bibiana Steinhaus, falls er den Fall kennt. Nee, Ingolstädter. Ich finde, wir können in der Debatte auch sozusagen unsere Piratenposition richtig mit als Senf darin pfeffern. Da gibt es auch tolle Ideen, findet man zum Teil auch schon auf entsprechenden Wiki-Seiten. Warum? Die Frage, finde ich, ist berechtigt. Brauchen wir überhaupt einen Bundespräsidenten? Wäre nicht eine Möglichkeit, vielleicht einen virtuellen Präsidenten zu haben, der sozusagen das nur kundtut, was nach so einer Art Bundes-Liquid-Feedback für die ganze Bevölkerung beschlossen wurde. Und wenn, auf jeden Fall, denke ich, muss es eine Direktwahl geben, es muss eine, also ich denke, eine Versammlung, die überhaupt was entscheiden sollte, die müsste so aussehen, nicht so wie jetzt diese Bundesvolkskammerversammlung zusammengesetzt ist, nee. Da würde ich sagen, da muss die Pfandbon Emily sitzen, neben der alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin. Da muss der Audi-Facharbeiter sitzen, der Pförtner, meinetwegen nur einer vom Wachschutz, wenn er nett war. Wenn so die Entscheider zusammengesetzt sind, dann sind wir auf dem richtigen Weg, dann stinkt so nicht mehr. Prost!